Soweit unsere Nachrichten. Weiter geht's natürlich mit dem Heimatklang und Josef Nadrak. Servus. Servus, Arnulf. Und bekannten Gästen. Ja, der gemischte Chor Mešani Bierski Zbor Danica aus St. Primus, schon Primus, ist heute da. Du weißt ja, Danica hat 2012 den Titel Chor des Jahres für sich entscheiden können. Und es gibt heute eine CD-Vorstellung. Das war damals sozusagen ein Side-Event. Der Christian Miklin hat gesagt, da machen wir was. Der Siegerchor kriegt bei mir eine CD-Produktion und die ist jetzt fertig, wird am kommenden Samstag präsentiert und heute schon im Radio Kärnten Heimatland. So geht's. Und ein bisschen Lust machen können wir dann auch auf den aktuellen Bewerb. 2014. Wir suchen den Chor des Jahres 2014. Es sind schon über 10 Anmeldungen. Du wirst es nicht glauben. Und 40 wird so die Grenze sein. Mehr werden wir nicht erschaffen. Also bitte, wer Lust und Laune hat und Liebe und schon ein bisschen in Vorbereitungsstimmung ist, der Chorbewerb 2014, Finale 6. November im Konzerthaus in Klagenfurt. Anmeldungen ab sofort unter chor.kärnten@orf.at. Und wie sagt der Josef so schön? Traut euch. Unbedingt. So ist es. Viel Freude mit Josef Arnulf sagt. Servus. Radio Kärnten, Heimatklang. Die Straßen blau.
dass man im Moll so lustig singen kann, habe ich gar nicht gedacht. Das war jetzt der Jugendchor der Nizza. Und ich begrüße sehr herzlich Barbara Mistelbauer-Stern, dann Stanko Bolzer und Samo Vakonik vom gemischten Chor. Eigentlich muss man, Barbara, fangen mit dir. Man muss ja anders sagen, ihr seid der Kulturverein der Nizza, weil ihr habt nicht nur den gemischten Chor, den wir am Anfang gehört haben, sondern eben den Kinderchor. Genau, und Oschkisbor, der jetzt dran war, dann einen Jugendchor. Ja, den haben wir auch. Mladinskisbor. Mladinskisbor der Nizza. Und dann gibt's auch noch die Veteranen, Senioren. Wie heißen denn die bei euch? Das sind unsere Korenine der Nizza, die Wurzeln. Die Wurzeln, ah, das heißt Korenine. Siehst, das ist gar nicht schlecht. Stanko Bolzer, du bist der Leiter von allen oder wie teilt sich das auf? Ich bin der Leiter des gemischten Chors, der Nizza. Aha, du bist sozusagen im Fußball war das die Kampfmannschaft, die erste. Ja, genau. Aber was ist die erste Mannschaft ohne eine anständige Jugend und Kinderarbeit? Ja. Und auch die Senioren kehren irgendwie dazu, weil wenn man fest veranstaltet, dann ist ganz gut, wenn die mithelfen. Ja? Klar. Barbara, wahrscheinlich wird das jetzt am kommenden Samstag auch der Fall sein, weil da wird sie ja fest veranstalten mit der CD-Präsentation. Ja, bei unserem Fest, bei unserer CD-Präsentation wirken wirklich alle vier Gruppen mit, sowohl der Kinder- wie der Jugendchor, der gemischte Chor und auch unsere Wurzeln der Nizza, Korenine der Nizza. Samo Vakonik, ein junger Obmann, bist du nicht ganz der jüngste Sänger wahrscheinlich beim gemischten Chor, aber einer von den Jüngeren? Ich denke, ich gehöre ziemlich ins Mittelfeld mittlerweile, aber es ist einfach bedingt mit der Struktur des Chores, der ja als Ganzes sehr jung ist. Hast du bei den Kindern schon angefangen? Ich bin mit 3 Jahren bin ich auf der Bühne gestanden und habe dann die Eltern im Publikum gesucht und bin groß geworden im Kulturnedom in St. Primus, schon Primus. Ja. Also ja. Hast du damals schon gedacht, dass du einmal oben wirst von diesem großen Verein? Es war mein großes Ziel. Also, natürlich. Also mein Großvater war es schon, mein Vater war es jahrelang. Das will ich auch werden. Dann hast du ja die besten Chancen, auch einmal bei den Koraninen mitzusingen. Wird sich nicht vermeiden lassen wahrscheinlich. So lebt man einfach in St. Primus, schön Primus. Ja, das gehört einfach zum Dorfleben dazu. Mladinskisbor, also der Jugendchor, jetzt mit, da schaue ich, mit Engel von Rammstein. Barbara Mistelbauer-Stern, das mögen die Jungen, glaube ich, gell? Ja, wir haben das bei einer Veranstaltung einmal gehört. Ich habe das damals noch nicht einmal gekannt. Hätte ich nur das Video gesehen, hätte ich das wahrscheinlich nie gewagt. Aber mich hat das Lied damals so fasziniert. Das war 2010 beim Bundesjugendsingen in Salzburg und das war unser 10. Ziel, das einzustudieren und wir haben es geschafft. Blinken.
In vier Generationen wird beim Kulturverein der Nizza gesungen. Das war jetzt der Jugendchor, den Kinderchor haben wir schon gehört, den gemischten Chor. Und die Wurzeln, die Chorinine der Nizza, sind auch noch mit dabei, der Seniorenchor sozusagen. Stanko Bolzer, wir haben bei euch, oder wir haben euch besser kennengelernt 2012 beim Chorwettbewerb Kärntner Chor des Jahres. Ihr seid es geworden, Chor des Jahres 2012. Und da hat man gemerkt, dass sich das auszahlt, wenn man so über Generationen arbeitet. Ja, absolut. Also das ist sicher nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es ist wirklich eine Arbeit, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Und Jahrhunderte können wir bei beim gemischten Chor kann man von einem Jahrhundert reden. Die Barbara feiert heuer mit ihrem Jugendchor, Jugendkinderchor praktisch das 40-Jahr-Jubiläum einer ständigen Arbeit. Das heißt, und schon früher hat es über Generationen so Kinderchöre gegeben, die sporadisch aufgetreten sind. Aber 40 Jahre jetzt schon wirklich kontinuierliche Arbeit. Woche für Woche. Und das zahlt sich bei uns wirklich aus, ja. Barbara, du bist mit dem Chor ja in verschiedensten, du warst auch beim Bewerb Chor des Jahres dabei, aber auch bei Jugendsingen, also Landesjugendsingen, Bundesjugendsingen, auch, wo habe ich die gesehen, bei Österreich singt, habt ihr ja auch mitgemacht? Da haben wir auch mitgemacht, ja. Ja, jetzt sind wir ziemlich fleißig, 2011 bei Österreich singt. Heuer waren wir 2013 beim Landesjugendsingen und wir durften dann sogar zum Bundesjugendsingen nach Kufstein gehen. Ja, also das merkt man dann schon, irgendwann stellt sich der Erfolg ein, aber dahinter ist einfach viel Arbeit. Ja, dahinter ist viel Arbeit. Das war jetzt wirklich viel Verluft, oder? Viele SMS schicken vor den Proben, weil Jugendliche vergessen es ja doch. Aber ich muss sagen, dass die engagiert sind, die sind meistens in verschiedenen Gruppen, also teilweise spielen sie Theater, sind Ministranten, sind Firmungsbegleiter und da müssen sie wirklich ein bisschen schon organisieren und da tut es recht gut, wenn man sie daran erinnert. Nur zur Berichtigung, ich leite noch nicht 40 Jahre den Jugendchor. Das hat das Danko auch nicht so gemeint, glaube ich. Nein, aber was ich noch dazu sagen wollte, also ich bewundere sie immer wieder und ihr Team, also die brauchen ja wirklich Nerven aus Stahl, weil da sind ganz kleine dabei, da sind wieder ein bisschen größer, da sind wieder pubertierende Jugendliche und für alle sollte man irgendwo das richtige Programm zusammenstellen und die sollte man irgendwie zusammenhalten und das ist manchmal ein Flohzirkus und trotzdem schaffen die es. Und sie sollten die Freude nicht verlieren, dass sie einmal zum gemischten Chor kommen und nicht vorher aufhören. Ja. Und danke, Stanko, Team. Es ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sind wirklich ein Team. Janja Brunschmidt im Kinderchor und Miriam Sarnika mit im Jugendchor. Alleine schafft man das nicht. Gratulation. Und hier kriegt ihr das Ständchen von den Senioren. Stanko, was hast du ausgesucht? Was man fand, je was war. Wir sind als Burm Fenstern gegangen. Ein Thema, das passt eigentlich immer. Passt zu den Senioren. Chorinine der Nizza, also die Senioren vom Kulturverein der Nizza, singen da gemeinsam. Also ich kann mir vorstellen, Samo Vakonik, dass die Senioren jetzt beim Singen, also da werden sie schon hinaufschauen auf die vom gemischten Chor,
Aber beim Feiern, da wird's eh noch was lernen können von Ihnen. Da haben wir sicherlich Potenzial. Also ist noch Luft nach oben. Auf alle Fälle, aber auch wir können Geburtstage und andere soziale Events gut feiern. Wir benennen sie vielleicht mittlerweile etwas anders. Mhm. Nein, also ich glaube, das können die Koreaniner ganz gut. Ja. Wir stehen dem vielleicht etwas nach, aber beim Singen sind sie uns ebenbürtig. Sehr diplomatisch, gell, Herr Hoffmann. Sag einmal, was waren bei euch, also hat dieser Titel Chor des Jahres 2012 bei euch etwas bewirkt? Hat das sich niedergeschlagen oder ist das irgendwie so verpufft, wie halt vieles im Leben einfach kommt und geht? Ich denke, diese Auszeichnung, das ist etwas, das können wir gerne herzeigen und wir sind sehr froh, dass wir das haben. Wir haben es im alltäglichen Arbeiten, haben wir es einfach gemerkt, auch dass da uns mehr Personen kennen, man eher auch darauf angesprochen wird. Und da ja, haben wir... Danke, komm, das kannst du ja sagen im Lehen. Ja, no, ich wollte nur das so sagen, also wir waren zum Beispiel voriges Jahr im Herbst vom Kärntner Sängerbund, Sängergau St. Veit-Feldkirchen, eingeladen und haben dort ein Konzert gestaltet. Ja. Also, auch mit all unseren Gruppen oder im Herbst waren wir auch in Ossiach beim ARGMÖG, beim Kongress der Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs. Also es hat sich schon einiges getan, so in der Wahrnehmung unseres Kulturvereines, unserer Chöre seit diesem Wettbewerb. Also könnt ihr empfehlen, dass die Chöre, die jetzt zuhören, vielleicht sich auch zum Chor des Jahres 2014 anmelden? Auf alle Fälle. Also es ist da einfach eine mediale Maschinerie auch im Hintergrund, die einen da in die Öffentlichkeit trägt. Und das braucht man als Chor, das braucht man als Kulturverein. Danke vielmals. Wenn ich jetzt was anderes gesagt hätte, jetzt ist es eine Live-Sendung, hätte ich gar nichts machen können. Na gut, also ich glaube, da war die Wahrnehmung auch von uns schon richtig, dass das hilft. So, Stanko, jetzt das nächste Lied von eurer neuen CD, die am 15., das muss man immer dazu sagen, am kommenden Samstag im Kulturniedom, also in eurem Kulturhaus schon Primus St. Primus vorgestellt wird. Nummer 21, Kupalska. Was ist denn das für ein Lied? Kupalska ist ein Lied aus der Ukraine, ein ganz wunderschönes Lied mit volkstümlichem Text, aber ein Kunstlied. Schönes Lied aus der Ukraine, ein Kunstlied, das volksliedhaft klingt, aber
Stanko Polzer, da muss man schon einiges kennen, damit man das so draufkriegt. Ja. Ja, das ist eine blöde Frage, die kann ich dir nicht stellen, ich weiß. Ich sage jetzt, da muss man schon einiges kennen, damit das... Ja, da gehört schon einiges an Arbeit dazu, bis man so ein Lied wirklich so aufstellen kann. Ja. Ja. Gut, Arbeit ist das nächste Thema. Ihr hört's nicht auf, sondern Europa singt, Österreich singt, war ja ein Vorläufer. Im Mai gibt es den Bewerb Europa singt und vorher schon die Ausscheidung im April in Salzburg. Und April, ja. Ich weiß, dass der Nizza dort mitmacht. Ja, wir wurden vom Kärntner Sängerbund dorthin nominiert und wir freuen uns, dass aus 24 Anmeldungen sind 16 Chöre ausgewählt worden, um dort mitzumachen. Und zum Beispiel die Singgemeinschaft Oesternig ist auch dabei, mit dabei. Und wir sind auch mit von der Partie. Was müsst ihr dort vorsingen? Was gibt es da für ein Pflichtprogramm? Es gibt einerseits ein Pflichtlied, das hat den Titel Mein Österreich-Lied. Da soll sich jeder Chor sein Österreich-Lied auswählen. Aha. Ansonsten gibt man praktisch drei Lieder an. Ja. Ja, und für uns ist das eben das gerade gehörte Kubalska. Ah, schön, dann eben von Vitautas Mischkinis, Paternoster. Und schwierig zu singen. Das nächste Lied, was wir da hören werden, das Petelinček Jezabel, das werden wir auch vortragen. Sehr traurig. Das ist ein sehr eher trauriges Lied, aber ein wunderschönes Arrangement von Hilary Laurencic, ein moderneres Arrangement eines slowenischen Volkslieds. Das muss man wirklich ausklingen lassen, so schön ist dieses Lied. Stanko Polzer, Barbara Mistelbauer-Stern, Samo Vakonik, ihr seid praktisch immer in der Arbeit, es gibt gar kein Stillstehen bei euch, weil irgendeine Gruppe hat sicher schon etwas vor, entweder die ganz Kleinen oder die Jugendlichen oder der gemischte Chor oder die Älteren. Jetzt, Samo, habt ihr das große Projekt CD-Vorstellung am kommenden Samstag. Ja, es ist am 15. März, findet die CD-Präsentation im Kulturnedom in Danica in St. Primus schon Primus statt. Und wir sind froh, dass wir erstmals eine CD präsentieren können, auf der wirklich alle unsere Gesangsgruppen vertreten sind. Das habt ihr vorher noch gar nicht gehabt in dieser... Nein, es hat von jeder Gruppe einzelne Aufnahmen gegeben, einzelne CDs, aber dass wirklich alle Gruppen auf einer CD wären, das hat es bisher noch nicht gegeben. Na, das ist aber dann wirklich auch ein tolles Andenken, auch für die, die vielleicht jetzt beim Kinder- und Jugendchor sind, Barbara, und dann irgendwo nochmal bei den Senioren sein werden und gesagt, ja, damals haben wir mit den Kindern schon gesungen. Ja, also das werden ganz sicher schöne Erinnerungen werden und es war auch eine Meisterleistung für die Kleinen, doch dort 3 Stunden aufzunehmen und konzentriert zu bleiben. Ja. Also ich bin ganz stolz auf die Kleinen.
Sie werden jetzt zuhören, also das geben wir weiter. Ja, super. Stanko Bolzer, jetzt für den Bewerb in Salzburg. Österreich singt und Europe sings. Alles Gute und Daumen halten. Danke vielmals. Und ich denke, ihr müsst uns dann berichten, wenn ihr draußen wart. Das werden wir gern machen, wenn wir eingeladen werden. Ja, jetzt, das war die Einladung. Ja. Wir kommen noch einmal. Ja, danke vielmals fürs Kommen, das war's auch schon. Das war der Radio Kärnten Heimatklang heute mit den vier Gruppen aus dem Kulturverein der Nizza, St. Primus, Schön Primus. Und jetzt, nach den Nachrichten, nach dem Kuddelmuddel-Radio, geht's weiter mit Kärnten singt und spielt. Da hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, Dankeschön und pfiat euch.